Vielen Dank, Herr Bütow. Vielen Dank auch, Herr Böttcher, Veronika. Vielen Dank, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Christian Johann. Ich leite die Europäische Akademie Berlin. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der 1963 gegründet wurde als Reaktion auf eines der sichtbarsten Zeichen des Kalten Krieges, nämlich als Reaktion auf den Bau der Berliner Mauer. Und in unserer 60-jährigen Geschichte gab es immer wieder die Punkte, gemeinnütziger Bildungsträger, gemeinnütziger Verein, fehlbedarfsfinanziert, wo Leute gefragt haben, braucht man das eigentlich noch? Und der letzte Punkt, das letzte Mal, dass diese Frage auch öffentlich gestellt wurde, war der Beginn der Pandemie, wo man gesagt hat, das Geschäftsmodell, möglichst viele Menschen zusammenzubringen aus unterschiedlichen Regionen, Kulturen, unterschiedlichen Hintergründen, ist das noch zeitgemäß? Brauchen wir das? Wir sehen, wir können uns auch alle per Zoom treffen. Wir sind jetzt 100 Leute hier im Raum. Wir könnten es schaffen, ohne Probleme miteinander ins Gespräch zu kommen. Und die Pandemie hat die erste Antwort darauf gegeben, weil sie uns gezeigt hat, dass Austausch, dass Begegnung, das Miteinander und vor allem kritisches Denken und politische Bildung immer nur funktionieren wird, wenn sie persönlich stattfindet. Davon bin ich komplett überzeugt. Ich war es schon vorher, können Sie sich denken, aber die Pandemie hat den Menschen gezeigt, dass der Aspekt des Zusammenkommens und des persönlichen Austauschs, auch das Ertragen von anderen Meinungen und der Diskussion und auch der Gang, der gemeinsame Gang zur Kaffeemaschine und zum Mittagessen und zum Abendbrot dazugehört, wenn wir über politische Bildung sprechen. Und der zweite Punkt, den ich hier betonen möchte, ist, dass in unserer Satzung, die auch von 1963 stammt, der Begriff Völkerverständigung mit drinsteht. Und dieser Begriff klang bis vor wenigen Monaten noch sehr altertümlich. Er klingt immer noch altertümlich, aber es gibt kein Problem mehr, diesen Begriff zu erläutern oder zu erklären, was sich dahinter verbirgt und welche Bedeutung diese Arbeit jetzt gewonnen hat. Deswegen danke ich Ihnen allen, nicht nur, dass Sie heute hier sind, sondern ich danke den Initiativen das Deutsch-Französische Jugendwerk, all diesen Organisationen, die diesen Austausch ermöglichen, weil wir als Europäische Akademie Berlin ja oft nur die Plattform sind. Das heißt, wir stellen die Zimmer zur Verfügung, die Räume zur Verfügung, wo Menschen persönlich aufeinandertreffen können und wo nonformale Bildung stattfindet. Wir sind keine Schule. Wenn wir gefragt werden, wie messt ihr eigentlich euren Erfolg, dann müssen wir sagen, ein großer Teil unseres Erfolges besteht daraus, dass Menschen zu uns kommen. Wir können niemanden zwingen, zu uns zu kommen. Es liegt im Wesen der Demokratiebildung und der Erziehung zu guten Demokraten, dass sie freiwillig kommen. Man kann keine autoritären Mittel einsetzen, um gute Demokraten zu erziehen. Das Böckenförde-Diktum, dass die Demokratie von Voraussetzungen lebt, die sie selbst nicht schaffen kann, spüren wir jeden Tag. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nicht nur danken, sondern auch den Aufruf starten und betonen, wie wichtig es ist, dass wir im Austausch bleiben, dass wir gute Lösungen finden. Und deswegen habe ich gar keine fertigen Antworten mitgebracht heute auch zu diesem extrem schwierigen Thema, sondern Fragen und einiges, was ich mir verspreche. Eine große Frage ist natürlich die, die Sie sich auch stellen, wie gehen wir mit dieser zweiten großen Krise nach der Pandemie um, die ja vor einer Dauerkrise des Klimawandels stattfindet? Wie schaffen wir es, Wissen so zu vermitteln, dass wir nicht nur Informationen, Wissen und dann auch Kompetenzen vermitteln können in dieser Kette, dass wir aufklären über Media Literacy, dass wir junge Menschen auch da erreichen, wo sie erreicht werden können? Das verspreche ich mir. Ich habe aber auch etwas mitgebracht. Unser Beitrag als Europäische Akademie Berlin soll daraus bestehen, dass wir als Teil der organisierten Zivilgesellschaft einen Beitrag leisten können für ihre Arbeit, dass wir schnell reagieren können. Wir haben es am Hauptbahnhof in Berlin gesehen. Diejenigen, die als erstes reagiert haben, waren die Menschen, die sich aufraffen, die sagen, ich gehe jetzt dahin und gucke, was ich tun kann, bevor staatliche Strukturen, und das liegt auch in der Natur der Sache, einspringen und Dinge sehr viel strukturierter und dann auch organisierter übernehmen können. Aber dieses Angebot bringen wir mit, dass wir alles das, was auch in Runden wie in dieser heute zum Beispiel entwickelt wird, dass wir das sehr schnell und auch experimentell umsetzen können, dass wir viel Freude daran haben, neue Wege zu gehen und dass wir genau diese Ansätze, Media Literacy, dass wir auch mal etwas ausprobieren können, was im Schulalltag vielleicht nicht passieren kann, dass wir mit 360-Grad-Kameras Erinnerungsorte in ganz Europa aufnehmen und dann in ganz Europa auch verteilen, um zu zeigen, Krieg ist nichts Neues. Es ist in unser aller Bewusstsein gekommen, dass dieser Krieg eine Fortsetzung dessen ist, was wir seit Jahrhunderten erlebt haben, wovon wir immer gesprochen haben, wo wir alle auch abgewunken haben und nicht damit gerechnet haben, dass dies nun wieder auf uns zukommen kann. Und hierfür können wir einen Beitrag leisten, der vor allem darin liegt, dass wir organisierte Zivilgesellschaft schnell und mit vielen Versuchen und Experimenten starten können. Ich will das Ganze abschließen und etwas aufgreifen, was Herr Bütow eben gesagt hat, nämlich die Friedens- und Zukunftsarbeit. Da sind die beiden Begriffe Frieden und Zukunft mit drin, die uns alle beschäftigen. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist die Arbeit. Daran zu arbeiten, gemeinsam
Verständnis zu entwickeln, Formate zu finden und Antworten zu entwickeln. Das wäre mir sehr lieb, weil wir gemerkt haben, in der Pandemie und auch in der jetzigen Situation, dass der Mensch nicht digital ist, auch wenn wir diese Veranstaltung heute so durchführen, sondern er ist analog und er ist vor allem Dialog. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine inspirierende Veranstaltung, auf viele gute Gespräche und darauf, Sie möglichst bald dann auch wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.